Die jährliche Konferenz der Landesbildungsreferentinnen und Referenten hat heuer im oberösterreichischen Traunkirchen stattgefunden. Trotz unterschiedlicher Parteizugehörigkeit seien alle Beschlüsse einstimmig gefasst worden, betont Oberösterreichs Bildungsreferentin Christina Haberlander bei der anschließenden Pressekonferenz. Das Wichtigste ist, dass sich alle 9 Bundesländer bei vielen Themen einig sind und auch einstimmig Anträge beschlossen worden sind, weil manche Themen uns alle beschäftigen, wie zum Beispiel das Thema Personalmangel. Wir suchen alle Pädagoginnen und Pädagogen für die Kindergärten. Wir suchen insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn es um das Thema Familiennachzug und Deutschförderung in den Schulen auch geht. Das sind Themen, die von Wien bis nach Vorarlberg alle beschäftigen. Ein zentrales Ergebnis ist die Androhung von Sanktionen für Eltern, die ihre Pflichten vernachlässigen. Es soll hier durchaus empfindliche Strafen geben, wenn sie ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Bei den Eltern, wo man es erlebt, dass sie sich ganz zurückziehen und einfach auch nicht ihre Kinder und Jugendlichen motivieren, dass sie die Schule besuchen, dass sie entsprechend ihre Aufgaben erledigen, überlegen wir uns auch, entsprechende Sanktionen in den Raum zu stellen, weil es nicht sein kann, dass Kinder 2/3 des Schuljahres nicht am Schulstandort sind. Und das erleben wir leider Gottes immer zunehmend immer häufiger. Ein weiterer Beschluss betrifft die Wiedereinführung der Sonderpädagogikausbildung. Diese wurde 2015 abgeschafft. Nun soll sie wieder kommen, geht es nach den Wünschen der Bundesländer. Eine Idee, der Bildungsminister Martin Polaschek durchaus etwas abgewinnen kann. Ja, ich halte es für ganz wichtig, denn wir haben gesehen, dass durch die Abschaffung des eigenen Studiums das Interesse der jungen Menschen an diesem wichtigen Themenbereich deutlich zurückgegangen ist. Die neue Form mit einem das als Unterrichtsfach in der Sekundarstufe anzubieten, hat sich nicht bewährt. Wie gesagt, das Interesse ist zurückgegangen und ich bekomme immer wieder von verschiedenen Seiten rückgemeldet, dass mit einem eigenen Studium wir hier wieder mehr junge Menschen für diesen schönen und wichtigen Bereich begeistern könnten. Die Beschlüsse der Landesbildungsreferenten liegen nun also auf dem Tisch. Am Zug sind jetzt die Ministerien, die sich nun damit beschäftigen müssen, ob und wie diese Wünsche umgesetzt werden.